Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich erinnere mich noch zu gut an das Frühjahr des vergangenen Jahres, als von den ersten Impfstoffen die Rede war, die in absehbarer Zeit verfügbar sein würden. Schon damals warnten wir von der AfD vor einer aufkommenden Spaltung der Gesellschaft in zwei Klassen. Es gibt zahlreiche Statements aus Regierungskreisen, wo die Verantwortlichen nicht müde wurden zu beteuern, Schluss mit Verschwörungstheorien, es wird keine Bevorzugung von Geimpften oder eine Benachteiligung von Ungeimpften geben. Bla bla bla. Und jetzt? Ja, jetzt ist es Realität. Alle sind sich einig. Keine kritische Stimme mehr, die dagegen hält. Alle Sorgen und Ängste über Bord geworfen und mit Markus Söder als Kapitän und volle Fahrt in die Zweiklassengesellschaft. Und mehr. Ungeimpfte werden nicht nur einfach benachteiligt, wie es schön umgedreht heißt, Geimpfte werden mit Freiheiten privilegiert. Nein, Impfunwillige werden dann doch gleich zu Gefährdern erklärt. Feinde des Staates, der Bevölkerung und so weiter. Es ist kaum zum Aushalten, was für dominanzsüchtige Politiker hier mittlerweile herrschen. Diese Leute reißen mit ihrer Propaganda alles auseinander. Familien, Freunde, Ehen. Mir graut es vor dem kommenden Szenario. Wie weit wird diese Separation noch gehen? Wird es Parkbänke nur für Geimpfte geben und jene für Ungeimpfte? Werden Ungeimpfte überhaupt noch ins Kino, ins Theater, in Restaurants dürfen? Es ist eine Sache, die kaum perfider sein könnte. Wir stehen Leuten gegenüber, die bestimmte Menschen quasi seit über einem Jahr versuchen zu benachteiligen. Und anstatt, dass diese Herrschaften für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden, lässt man sie gewähren. Mich widert diese Spalterei nur noch an. Aber wie weit wird es noch gehen? Wie wird es enden? Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren. Ich weiß nur eines, dass wir es aufhalten müssen. Aus dem Bayerischen Landtag, ihr und euer Ingo Hahn.